Ich finde es schön, dass wir uns da treffen, wo Scherz e.V. aktiv ist, in der Schule. Die Schule ist ja sehr wichtig in eurem Alltag. Ihr verbringt einen großen Teil des Tages in der Schule, ihr trefft eure Freunde hier. Und wir Älteren, die wir ja auch mal eine Schulbank gedrückt haben, wir können, altklug wie wir sind, sagen, in der Tat, Schule prägt ein Leben. Das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber wir können euch das sagen. Und wenn ihr mal älter seid, dann sagt ihr das auch euren Kindern auch. Schule ist sehr wichtig, sie prägt. Und weil Schule so prägend ist, deswegen hat die Bundesregierung, die eine Kampagne betreibt über gesunde Ernährung und für gesunde Ernährung und für Bewegung, das Thema Schule in Form in diesem Jahr in das Zentrum ihrer Aktivitäten gestellt. Wenn wir heute in der Schule sind, dann sind wir in Schulen, in denen es Unterricht über den ganzen Tag gibt, in denen Kinder den ganzen Tag betreut werden, und von daher gehört auch das Essen dann ganz praktisch zur Schule. Und Essen ist ja nicht einfach da. Das kommt von einem, der das erzeugt hat. Die Lebensmittel sind verarbeitet worden, das Essen ist zubereitet worden. Hinter all dem stehen Menschen. Ein paar von den Menschen seht ihr hier, so die Letzten in der Kette. Ganz am Anfang steht da mal ein Bauer und dazwischen ganz viele, bis zu den Menschen, die euch das Essen ausgeben. Und das Essen hat einen Inhalt und es hat eine Wirkung. Und diese Wirkung ist umso größer, auch der Wert von Essen ist umso größer, je mehr Sorgfalt bei der Herstellung, bei der Verarbeitung aufgewandt worden ist. Und weil Ernährung damit so wichtig ist, auch für euch und für das, was ihr tun könnt, ist Ernährungsbildung auch ein Auftrag der Schule. Und deswegen fördert die Bundesregierung das mit ihrer Kampagne, mit der sie erreichen will, dass bis zum Jahr 2020 die Kinder in Deutschland gesünder aufwachsen, wir Erwachsenen dann auch gesundheitsbewusster leben und alle davon profitieren, indem sie nämlich gesünder sind, es ihnen besser geht und sie vielleicht auch mehr leisten können. Und all das kann man nur erreichen, wenn viele Menschen sich zusammentun und gemeinsam eine Bewegung gründen und eine Aktion vorantreiben. Und dann ist es immer schön, wenn ein Netzwerk, wie man das dann heute nennt, dann auch wirklich sichtbar ist. Und deswegen hat diese Kampagne in Form dann auch ein Logo, das sie denen überreicht, die dieses Ziel, dass Kinder gesünder essen und sich besser bewegen, unterstützen. Und damit sind wir dann bei dem Herrn Scherz. Er hat nämlich einen Verein gegründet, Scherz e.V., und in dem Verein ein Projekt gestartet mit dem schönen Titel Fit statt Fett. Der Herr Scherz, der weiß, wovon er redet, der ist Berufssportler gewesen und er hat es selber immer erfahren, wie wichtig es ist, dass man sich A, viel bewegt und dabei auch gut und gesund ist. Und er hat sich gesagt, das, was für mich wichtig war und was ich erfahren habe und die positiven Wirkungen, die will ich weitergeben und davon will ich anderen erzählen und dafür sorgen, dass auch andere hier ganz konkret euch gesund ernähren könnt. Und das macht er mit Fit statt Fett. Und das heißt ganz konkret, dass er mit einem Schulcatering derzeit 1900 Schülerinnen und Schüler hier in Köln mit gesundem Essen versorgt. Das ist immer ein ganz besonderes Essen. Da haben Ernährungswissenschaftler von einer Hochschule am Niederrhein ganz spezielle Menüs zusammengestellt, die gut sind, hoffentlich auch besonders gut schmecken. Und weil das Essen allein nicht reicht, hat er gesagt, ich sorge auch dafür, dass ihr euch gut bewegen könnt, und deswegen unterstützt er die Einrichtung von Trimmdichtfaden hier in Köln. Und damit ist er ein Partner wie aus dem Bilderbuch für die Kampagne der Bundesregierung für gesunde Ernährung und Bewegung. Und deswegen bin ich auch ganz froh, nicht, dass er gesagt hat, ich mache da mit und ich trage dieses Logo mit meinem Verein, weil wir genau die Leute da ja brauchen, die mitmachen,
und das auch zeigen und damit sichtbar sind. Wir sind Teil von der Unternehmung. Erstmal zeige ich das jetzt Ihnen. Und diese Auszeichnung, die darf ich überreichen im Auftrag der beiden Bundesministerien, die diese Kampagne stützen. Das ist das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Gesundheit. Und ich darf das machen, weil ich in der Bundesanstalt für Landwirtschaft mit meinen Kolleginnen und Kollegen dafür zuständig bin, dass wir diese Kampagne gut durchführen. Und deswegen freue ich mich, dass im Auftrag unserer Chefs in der Bundesregierung das heute Ihnen übergeben kann. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam viel bewegen im Interesse der Sache. Ja. Ja, super. Ja. Der Salat ist hier weg. Da steht der nächste bitte. Das sind alle Fisch, ne?